Hallo und guten Tag, hat er gesagt. Wir sind ja hier letztes Mal stehen geblieben. Da kommt natürlich jetzt der Blöde und sogar. Nee, nicht zwei, aber da kommen ein paar entgegen. Ich gar nicht mal so feier. Wenn wir Glück haben, können wir uns hier irgendwie drinnen so verstecken in dieser. Wir müssen da genau hin, wo er kommt. Und das schaffen wir noch nicht. Also ich zumindest nicht. Ich kann mir vorstellen, dass ihr das gerne sehen wollt, aber das wäre absoluter Selbstmord. Akima, sie kann da nach oben, aber ich nicht. Ich hoffe, er kommt jetzt hier nicht unseren Weg lang. Natürlich kommt er unseren Weg lang. Ja, los, komm. Wenn wir hier schon mal neu angefangen haben, dann können wir heute auch mal ein bisschen Action vertragen. Mach dich kampfbereit. Ihr könnt nicht entkommen. Gib mir ein Teil. Ja, das meinte ich. Er kann einfach nicht mehrere Sachen auf einmal. Konzentrier dich! Ja, da kannst du nichts machen. Und deswegen würde ich eigentlich gar nicht gegen die kämpfen. Weil das macht eh gar keinen Sinn. Also nicht mal ein bisschen. Und dann parieren kannst du nicht, du kannst nicht ausweichen. Er kann nicht mehrere Attacken auf einmal denn machen, ne, obwohl du das spammen kannst. Also das ist dann immer schon so ein bisschen, ja, ich würde sagen, denn schon langweilig, wenn man sich da nicht wehrt. Also wenn du nichts machen kannst. Wenn er noch nicht mal verschiedene Sachen, obwohl du das denn drückst, beherzigen kann, weil er ja noch so am Trocken ist. Aber ist dann eben halt so. So ist das Spiel und dann weder man lebt damit oder man lebt damit, ne? So, wir wollen aber jetzt hier hin. Kommen wir da jetzt nach oben. Also irgendwie. Achso, okay. Der hier oder was? Also da. Deckung hoch. Das schaffen wir? Oh ja. Gibt's da was? Ich glaub nicht. Was hast du gesehen? Naja, scannen wir. Du kannst da durch scannen. Niederlagen sind ein Lehrer. Einer, von dem selbst ein alter Mann wie ich viel lernen kann. So. Was machen die hier? Easy. Das ging. Gute Arbeit, Jedi. Geht so. Aber wo sind wir hier? Müssen wir hier überhaupt rein? Okay, ich hätte das Gefühl, dass wir hier ja nicht rein müssen. Oh doch, da ist ein Spalt. Aber. Ich glaube, er will. Ja, da mochte das Spiel mich wieder noch weniger, ne? Aber. Wir haben echt keinen Spalt, wo wir durch dürfen.
Das ist die Frage, wozu das hier drin ist, aber ich weiß nicht. Auch nichts erkennbar, außer... nichts. Vielleicht kommen wir später hier runter. Vielleicht war es ganz gut, dass wir die schon platt gemacht haben. Ich weiß es nicht. Lange genug, um diese Worte zu bedauern. No. Dasselbe gilt für dich. Gegner nähern sich. Ich hätte nicht gedacht, dass ich mal auf einen Jedi treffe. Ja. Aber es war auch ein kurzer Gedanke bei dir, ne? Also, was heißt ein kurzer Gedanke, aber eine kurze Freude auf jeden Fall. Also, irgendwie müssen wir hier rüber. Da gibt es so eine Wand, da könnten wir ran. Okay. So, von der Wand ist auf jeden Fall... naja, und hier sind auch wieder eine Welle. Achso, der geht ja nicht. Da müssen wir denn irgendwas machen. Okay. Okay. Das hat ja relativ gut funktioniert. Ich bin allen dankbar, die diesen Weg vor mir beschritten haben. Mit der Zeit kann ich Jeddah hoffentlich so sehen, wie sie es. Den hat jeder. Wir sind die Blasterbolzen um die Ohren fliegen. Dafür hab ich einen Plan B. Ja, die sind ein bisschen geisteskrank hier alle. Ich stand da gerade vor dir. Du kannst dich nicht ewig verstecken. Oh, Marin macht das. Die haut erstmal hier alles. Okay, da müssen wir wahrscheinlich dann gleich nach oben switchen. Ich hoffe mal, dass das Spiel jetzt nicht weiter hier irgendwie so Macken macht und immer diese Aussetzer hat. Also das Problem ist, dass das Spiel auf einmal immer die Prozessorlast auf einmal nach oben schraubt, bis auf 4 Milliarden Prozent. Und dann, okay. Wird schwierig. Ist da unten jemand? Darauf war ich nicht vorbereitet. Bist du in Ordnung? Steht noch. Oh Gott. Ich brauch einen. Meinem Kräftemensch kommt niemand. Integrität reduziert. Sag mir wann. Ja. Ja. Au. Was ist? Ist hier ein Speicherpunkt? Gute Arbeit. Nee. Oh nein, Echo. Faszinierend. Ich habe ein Leben lang die Geheimnisse der Siffe untersucht. Und jetzt erwartet mich ein Füllhorn an verlorenem Wissen. Eine erschütternde Aussage, dass diese Galaxis zu groß ist für einen Geist, für ein Leben. Aber ich finde das aufregend. Was für eine Freude zu wissen, wenn meine Schritte im Sand verschwinden, andere meinen Platz einnehmen werden. Mhm. Jetzt müssen wir mal gucken, was wir da gebaut haben. Das habe ich nämlich vergessen, hier unten zu drücken. Ich glaube, da unten müssen wir erstmal rein. Okay. Oh Mann, ey. Ich hätte manchmal da nicht hochkommen. Hä? Bin ich jetzt klein geworden oder was? Was ist das?
Ja, nie so weit. Was machst du denn, mein Junge? Oh. Was ist das? Kann ich einen Stim kriegen, Kumpel? Obwohl ich jetzt gänzlich sterbe. Okay. Also den müssten wir ja irgendwie rausziehen, aber die Frage ist ja natürlich wie. War das nicht das, was wir schon mal gemacht haben? Sag mal, wenn ich jetzt hier loslasse, wo bin ich denn? Aber jetzt sind wir ja. Hä? Was stimmt hier gerade nicht? Quatsch. Doch den habe ich jetzt frei gemacht. Aber das war das erste, wo wir drinnen waren, oder? Also bisher ergibt das noch gar keinen Sinn. Achso, Quatsch, ich muss ja da oben hin. Ach man. Jetzt habe ich mir selber durcheinander gebracht. Genau, hier oben ist doch frei geworden. Ich Eierkopf, der ist da runter hier. Ich gerade sagen, irgendwas macht gerade gar keinen Sinn. Okay. Hier ist gar nichts. Ich glaube, das hat geholfen. Weiß jetzt nicht. Wo da rumgekommen wären, ne? Aber. Kann ich halt mal ausprobieren. Aber so richtig geholfen hat es ja immer noch nicht, weil wir haben zwar jetzt. Den zwar so. Ne, jetzt muss ich den ja wieder zurück machen, ne? Ja. Diese Rätsel hier immer. Und das alles für dieses kleine Geld 80, was wir kriegen. Achso, von da hätte ich es ja auch schon. Oh. Doch mal nach oben. Jetzt geht's. Und dann haben wir das Rätsel hier durch. Und dann können wir hier irgendwie runterfliegen, ne? Müssen miteinander verbunden sein. Cordova würde es wissen. Ah. Aber schön ist jetzt hier. Was richtig schön ist, wenn wir haben. Bonus-Slot. Oh, das ist gut. Das macht ja mal richtig Sinn. Aber wir haben jetzt hier, also wir können natürlich hier hin und her reißen.
Wiederherstellen? Achso. Unseren Punkt wiederherstellen. Achso, von da drüben. Ja, hier gibt es natürlich den geile Wege. Aber von der nächsten Quest haben wir... Was ist denn jetzt hier? Hier müssen wir eigentlich nach Dings zurück, ne? Nach Kubo. Oh, ich hoffe, er hält hier aus. Ich will da einfach hin. Kann ich natürlich so nicht. Also zurück, und wir bräuchten ein Startpunkt hier. Ah, guck mal, da hinten ist er. Das ist natürlich ein paar nicht so schöne Gegenden. Also solange jetzt hier keine Wüstenratte kommt, ist halt okay. Ihr fragt mich zwar, wie sie jetzt da runtergekommen ist, weil... Oh, wo ist das denn? Vorsicht, Gefahr in der Nähe. Ja, ich merke das schon. Oh, irgendwas leuchtet da. Ja, mehrfach. Eure Seelen sind verloren. Okay. Und das ist ja ganz nett hier, wa? Das dauert natürlich ein bisschen, bis man die denn... Okay, geht dann doch nicht so schnell. Mhm. Nochmal. Ja, aber habt ihr mitgekriegt, wir sind ja mächtigste Jedi-Krieger, aber wenn du da so einen Schutzer gegen den Dings machst, ne, da passiert gar nichts. Da passiert einfach gar nichts, der lacht. Das waren sicher nicht die letzten. Ja, ist auch egal, weil wir sind ja bald da. Ich frage mich, ob man die Macht benötigt, um diese heiligen Städten zu betreten. Dieser Sand birgt die Weisheit aller, die darauf vor Jahrhunderten wandelten. Bemerkenswert. Das allein war die Reise wert. Ja, was ist das jetzt? Oh, schöner Punkt. Yeah. Noch mehr Macht, nur für mich. Richtig und wichtig. Na gut, dass wir hier noch reingegangen sind, ne? Da schauen wir irgendwann ja mal so ein AT denn zu besiegen, außer wenn es total nötig wird. Kommen wir hier nicht hoch? Schon sagen. Gab's hier nicht? Wie viel ein Speicherpunkt? Ach, dann. So, und dann speichern wir und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Kurz, aber knackig das Ganze. Und ich freue mich schon auf jeden Fall, wenn es wieder heißt, ja, zurück nach Kubo. Also, bis denn. Ciao.